Am 10. November sollte im Hotel Grand Elysée in Hamburg die obligatorische Pressekonferenz zum Schwergewichts-Weltmeisterschaftskampf zwischen Dr. Steelhammer, Wladimir Klitschko und Kubrat Pulev, genannt The Cobra, aus Bulgarien stattfinden. Doch die PK begann mit einem Eklat, weil Pulev sich weigerte teilzunehmen, da nicht alle seiner Betreuer in dem Raum zugelassen wurden. Fast genau am Tag wird der Kampf hoffentlich stattfinden, nicht so wie jetzt gerade auf dieser Pressekonferenz, wo mein Gegner nicht dabei ist, auf jeden Fall die Gründe sind. Ich habe nicht ganz mitbekommen, was ist da los, aber das wird wahrscheinlich nachher geklärt. Ich hoffe, das wird am 15. November, am Samstag, kein Schattenboxen gemacht, dass ich mich dann auf einmal im Ring allein stehe. Ich muss einfach nur zeigen, dass ich die Pressekonferenz ohne Kubrat ist. Seine Schule ist leer. Ja, Herr Klitschko, neben Ihnen der Platz blieb heute leer. Das war aber sicherlich auch für Sie ungewöhnlich. Oder haben Sie sowas schon mal erlebt in Ihrer Karriere? Es ist ganz ungewöhnlich. Ich habe noch nie gehabt in einer Kampfwoche, dass der Gegner nicht bei der Pressekonferenz erscheint. Ich habe schon zwar das gehabt auf einer PK für den Kickoff, wo Alexander Povetkin da nicht erscheinte bei dem ersten möglichen Kampf damals. Und dann war das ersetzt von Samuel Peter. Und ich hoffe, dass der Kampf wird nicht ersetzt mit einem Gegner als Kubrat Pulev. Und ich hoffe, dass der Stuhl nicht leer bleiben am Samstagabend. Und ich bin eigentlich sprachlos, warum Pulev nicht dazugekommen ist, einfach auf die PK zu kommen. Ich verstehe, dass die Parallelen sind, dass Sauerland Promotion oder so das Sauerland Team mit dem Promoter von Pulev nicht hergekommen sind. Wie gesagt, das war schon Povetkin das erste Mal, dass keiner dabei war, und heute wenigstens eine Person vom Management konnte erzählen, warum und wie, und letztendlich da ist die Presse, um ein Statement zu machen, und das ist nicht passiert. Das finde ich eigentlich unprofessionell und schade. Wurde Sie das als berichtet, dass Pulev draußen rumläuft? Ja, der sollte nicht rumlaufen, der sollte herkommen. Und ich verstehe nicht, wo ist das Problem. Aber wie gesagt, ich bin auch selbst überrascht gewesen, als ich auf die Bühne gegangen bin, und dann habe ich meinen Gegner nie gesehen. Das ist das, was ich noch nicht im Berufsboxen gesehen habe. Ich habe schon einiges erlebt. Wir haben schon auch gesehen, dass 2011 hier in Hamburg David Hay dann sich 10, 15 Minuten warten lassen, die Zuschauer im TV und auch im Stadion vor dem Kampf. Und ich war auch mir nicht sicher, ob er dann jetzt rauskommt oder nicht. Auf jeden Fall, es gab schon verschiedene Tricks in den vergangenen 18 Jahren meiner Berufskarriere. Und das ist dann wieder was Neues. Also man lernt dazu. Wer weiß, was als nächstes noch auf mich zukommt. Empfinden Sie das denn als Respektlosigkeit von ihm persönlich? Ich finde es einfach, dass er mit 33 Jahren muss auch eigenes Meinung haben und sich nicht von einem Management oder von Team Sauerland sich sogenannte Gehirnwäsche machen. Und ich sehe einfach mit seinen Aussagen, ich möchte die nicht wiederholen, weil die sind einfach schwachsinnig, dass es nicht von ihm kommt. Und er hört einfach auf das Management, auf die Leute zu, und er muss eigentlich eine eigene Meinung haben und einfach dazu stehen. Und ich finde es schade. Also wie gesagt, das ist meine Meinung. Er muss da sein, um sich zu äußern, dass es nicht eine einseitige Geschichte von mir sein wird. Aber ich finde es schade, wenn er schon da im Haus war, aber nicht hierher gekommen ist, wenigstens einem von dem Team zuschicken und sagen, okay, das ist passiert oder irgendwas stimmt nicht oder auch wie immer. Ich kann einfach die Fragen jetzt für Kubrat Pulev nicht beantworten. Ich glaube, sie müssen warten und dann bei dem öffentlichen Training oder auch auf Anliegen dann bei ihm fragen, was ist da los. Sorgt das denn bei Ihnen für zusätzliche Motivation vor dem Kampf? Aggressivität vielleicht auch? Das eigentlich tut für mich nichts. Also ich bin nicht aggressiver dadurch oder beruhigender geworden. Ich habe schon einiges erlebt, wie gesagt, in diesem Zirkus des Boxens, beim Boxen, in dem Sport. Und das ist halt was Neues, und man geht den Weg weiter, weil ich weiß, am Samstagabend, ich muss meine Leistung bringen gegen Kubrat Pulev. Und das, glaube ich, wird sich nicht ändern.